Herzlich willkommen zum Sporttalk von TA, TLZ und OTZ. Wir freuen uns heute mit Fabian Gerber, dem Cheftrainer des FC Rot-Weiß Erfurt, zu Gast zu haben vor dem Spiel am Samstag beim ZFC Meusewitz. Schön, dass Sie Zeit hatten, Fabian. Sehr gerne, danke schön für die Einladung. Wir wollen gemeinsam einen Blick auf das Regionalligaspiel werfen. Es ist die erste von insgesamt 10 Partien, die per Livestream auf unseren Online-Portalen übertragen werden. Für alle Abonnenten kostenfrei und für die, die es noch nicht sind, die können das für 5 Euro pro Spiel buchen. Fabian, hat es Sie als Spieler immer besonders motiviert, wenn Sie wussten, diese Begegnung wird live übertragen? Ja, das ist nochmal ein zusätzlicher Motivationsfaktor sicherlich. Macht es mehr Spaß, vor natürlich vielen Fans im Stadion zu spielen oder natürlich, wenn die Spiele live übertragen werden, ein attraktiver Gegner ist. Ich denke, das haben wir jetzt alles im Meusewitz. Das ist wirklich ein guter Gegner. Das Spiel wird live übertragen, Gott sei Dank. Und da freuen wir uns alle drauf. Sie haben mehr als 200 Erste- und Zweitbundesliga selbst absolviert, sowie rund 40 Spiele in der ersten griechischen Liga. Wenn Sie auf Ihre Karriere mal zurückblicken, was waren denn so die schönsten Momente? Ich muss sagen, ich habe eine ganz schöne Karriere gehabt. Ich bin sehr zufrieden, also hatte viele schöne Momente. Ich zeige heute noch von. Also wäre jetzt irgendwie ungerecht, irgendwie einen Verein hervorzuheben. Ich sage mal, jeder hat irgendwie seine eigenen Momente gehabt. Wenn man Profi wird, irgendwo bei Hannover 96, da sein erstes Bundesligaspiel macht, also Zweitligaspiel in dem Fall, von der Jugend zum Profi, ist natürlich was Besonderes. Da viele Freunde hatte, da dieses NLZ quasi damals so ein bisschen noch mit durchlaufen. Dann natürlich St. Pauli, die Zeit war super schön, mit auch super Fans, die einen 90 Minuten lang anpeitschen. War natürlich eine super spannende Zeit, Hamburg, tolle Stadt zum Leben auch, also da nimmt man viel mit. Wenn ich das jetzt so schnell weitergehen darf, dann geht es natürlich nach Freiburg, dort international gespielt im UEFA Cup mit Volker Finke damals als Trainer. Super spannend, da haben wir einfach mal internationale Erfahrung sammeln zu dürfen. Dann nochmal kurz zurück zu Pauli, dann nach Mainz gewechselt, auch nochmal international gespielt. Kloppo, mein Trainer, 4 Jahre gewesen, ist natürlich auch ein Highlight, nimmt man natürlich auch gerne mit. Der jetzt in Liverpool ist, Welttrainer ist und. War 4 Jahre mein Trainer. Dann habe ich diese Auslandserfahrung, die du gerade angesprochen hast, mit Griechenland mitgenommen, auch natürlich Riesenerfahrung für mich, meine Familie gewesen, einfach mal ins Ausland zu gehen, da nochmal zu sehen, wie das funktioniert und dann nochmal zurück nach Deutschland, Ingolstadt, meine Karriere dort ausklingen zu lassen, sage ich jetzt mal, mit dem Aufstieg auch nochmal von der dritten in die zweite Liga. Also da waren sehr, sehr viele Highlights dabei, sehr, sehr viele schöne Momente, die ich, wie gesagt, nicht missen möchte und die immer in Erinnerung bleiben werden. Einige Aufstiege haben Sie angesprochen. Wo würden Sie denn den Aufstieg als Trainer mit Rot-Weiß Erfurt emotional einordnen? Ja, auch ganz weit vorne, definitiv. Auch wenn es hinten raus jetzt nicht mehr ganz so emotional war, sagt man. Weil wir haben es natürlich relativ frühzeitig klar gemacht. Ich glaube, wir sind mit 20 Punkten Vorsprung aufgestiegen. Deswegen war ja dann auch das Heimspiel gegen Wernigerode, war dann der Aufstieg quasi besiegelt. Deswegen hat man auch so im Umfeld irgendwie so, es ist so super gelaufen, 19 Spiele am Stück gewonnen, frühzeitig Aufstieg. Deswegen ist hinten raus die Euphorie dann leider nicht mehr ganz so groß gewesen, aber trotzdem glaube ich, ist der Aufstieg ganz vorne einzuordnen. Keiner konnte wissen, dass wir so durch die Liga marschieren. Jeder weiß, wo wir herkommen, wie es angefangen hat. Auch vor einem Jahr, wie wir in der Oberliga gestartet sind, konnte man nicht absehen, dass wir aussteigen, dass die Mannschaft sich so entwickelt, dass wir so einen Fußball spielen. Mit der jüngsten Mannschaft, mit einem niedrigen Etat, wirklich die Jungs das so toll umsetzen und wirklich ein super Fußball spielen. Also es war schon sehr beeindruckend, die letzte Saison, wie es gelaufen ist, von Anfang bis Ende. Am Anfang hatten wir auch in der Hinrunde noch die ein oder anderen Probleme, auch in der Liga, da hatten wir auch ein paar Spiele, die wir nicht so gut gespielt haben. Aber mit der Zeit, Woche für Woche, sind wir einfach ins Rollen gekommen, sind wir besser geworden. Und das hat sich dann, wie gesagt, am Ende der Saison in den Ergebnissen wieder gespiegelt oder auch mit dem Punkteabstand wieder gespiegelt. Und hey, also von daher ist das schon ganz groß einzuordnen und haben wir eine sensationelle Saison gespielt. Und der Charakter der Mannschaft hat sich ja auch gezeigt, nachdem es feststand mit dem Aufstieg, die Spiele wurden trotzdem gewonnen. Das zeigt ja, was auch in den Jungs steckt, auch was das für Typen sind, dass sie da nicht locker lassen, oder? Absolut. Also man muss sagen, die Mannschaft ist gewachsen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb von den Typen her, von der Erfahrung, von der Mentalität. Ich weiß noch, am Anfang kann ich mich erinnern, wie gesagt, die jüngste Mannschaft der Liga. Am Anfang waren wir ein bisschen blauäugig, haben uns teilweise so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen.
Und das haben die Jungs von Spiel zu Spiel, haben die einfach diese Erfahrungen mitgenommen, haben sich weiterentwickelt, auch von der Charakterstärke zugelegt. Also von da war das natürlich sehr, sehr gut. Und man hat gesehen, klar sind wir Trainer, die auch vorweggehen und sagen, hier, wir lassen jetzt nichts irgendwie anbrennen und wir haben ein Heimspiel und wir wollen unseren Fans was zurückgeben. Ne, diese Unterstützung, die sie uns die ganze Saison über super geleistet haben. Und wir wollten einfach die Serie auch ausbauen und jeder war heiß zu gewinnen, jeder war heiß zu spielen, Tore zu schießen. Und deswegen ist es letztendlich so gelaufen, wie es gelaufen ist. Wer von den Spielern hat denn am ehesten das Zeug, in die Fußstapfen des Trainers zu treten und erste oder zweite Liga mal zu schaffen? Ja, gute Frage. Das ist natürlich schon noch ein Schritt. Ne? Erste, zweite Liga spielt man nicht auf Glück oder durch Zufall, da muss natürlich auch viel zusammenpassen. Ich sage es meinen Jungs selber auch immer wieder, ich wünsche jedem den maximalen Erfolg. Ne? Bei dem einen ist vielleicht Regionalliga-Schluss, bei dem anderen ist dritte Liga, bei dem anderen hoffentlich vielleicht noch Richtung wirklich zweite Liga oder erste Liga. Man weiß nie, im Fußball kann es auch schnell gehen. Nochmal, wir haben wirklich eine sehr, sehr junge Mannschaft. Die sind noch lange nicht am Limit, die sind noch lange nicht am Ende ihres Entwicklungspotenzials. Und ja, schauen wir mal, ich bin selber gespannt. Also wäre jetzt auch wieder unfair, den einen oder anderen hervorzuheben, genau. Aber nee, wir haben wirklich tolle Jungs dabei, charakterlich tolle Jungs, fußballisch tolle Jungs, ganz jung, viel Entwicklungspotenzial. Wenn sie ab und zu mal auf den Trainer hören, dann kriegen wir es auch hin, dass der eine oder andere höherklassig zu finden sein wird. Das wünschen wir Ihnen. In knapp 2 Wochen endet die Transferperiode. Ist der Kader mittlerweile komplett oder gibt es noch offene Wünsche? Wir sind relativ komplett. Wir beobachten trotzdem noch den Markt. Falls sich noch irgendwas Spektakuläres tut, sag ich mal, für uns vielleicht was Interessantes, was bis jetzt nicht umsetzbar ist, also wirtschaftlich logischerweise nicht umsetzbar war, kommt vielleicht noch rein, weil doch noch viele so ein bisschen zocken auf dritte Liga oder auf viel Geld. Und wenn der eine oder andere jetzt Richtung Transferschluss merkt, oh, es ist doch nicht so einfach oder es ist doch kein Drittliges da und doch nicht die Kohle, große Kohle irgendwo zu verdienen, dann haben wir vielleicht nochmal eine Chance, da was zu machen, da aktiv zu werden. Die vereinslosen Spieler, die können ja noch darüber hinaus wechseln, also auch nach der Transferperiode. Deswegen, also wir haben immer gesagt, wir halten uns 1, 2 Plätze offen, falls sich was tut. Wenn nicht, sind wir auch zufrieden. Also wir sind mit dem Kader, mit der Kaderzusammenstellung, mit unseren Spielern, sind wir sehr zufrieden. Also wir müssen nichts machen, aber wie gesagt, wir beobachten. Und wenn ja, auf welcher Position schaut ihr da? Oder ist das auch völlig offen? Das ist relativ offen, genau. Wir gucken einfach, wenn jetzt irgendein Superspieler, wie gesagt, daherkommt, egal ob Talent oder auch ruhig mit Erfahrung, wo wir nicht Nein sagen können. Und dass, wie gesagt, das Gesamtpaket natürlich passt, muss natürlich auch in unser kleines Gehaltsgefüge passen, ist auch klar. Dann schauen wir uns das an, dann nehmen wir noch was dazu. Und wenn jetzt keiner mehr kommt, wie gesagt, wir sind eine gute Mannschaft, haben einen guten Kader. Wir können auch intern ein bisschen schieben. Wir haben mehrere Spieler, die flexibel einsetzbar sind. Also von da habe ich diesbezüglich überhaupt keine Bauchschmerzen. Sind die Spieler bereit für die Revanche gegen Meuselwitz am Samstag? Denn es war ja die einzige Pflichtspiel-Niederlage des Jahres 2022, die ihr da im Pokal erlitten habt mit 0:3. Der Stachel, den spürt man schon noch, oder? Ja, es geht, muss ich ganz sagen. Ich spüre den nicht. Ich bin ja immer sehr neutral und objektiv. Wie gesagt, das war ein anderes Spiel. Wir waren noch Oberliga, sie sind Regionalliga, es war ein Pokalspiel. War ein bisschen unglücklich, ne? Oder ist ein bisschen unglücklich für uns gelaufen mit Till seiner roten Karte kurz vor der Halbzeit. Ich glaube, wenn wir da 11 gegen 11 spielen bis zum Schluss, hätten wir eine Chance gehabt, weiterzukommen. Aber wie gesagt, hätte, wenn und aber, ist jetzt vorbei. Wir sind ausgeschieden damals. Jetzt ist eine neue Situation. Jetzt sind wir in der gleichen Liga. Es ist ein Punktspiel. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir haben natürlich auch einen Umbruch gehabt. Es sind viele Spieler gegangen, viele Spieler gekommen. Also von da kann man das auch nicht vergleichen mit dem letzten Spiel. Und schauen wir mal. Also wie gesagt, Stachel ist keiner da. Ich hoffe, dass wir da was Zählbares mitnehmen und dass wir einfach jetzt die Form, die wir jetzt gerade haben, einfach da auch bestätigen können. Wie stark ist der Rückenwind durch den gelungenen Saisonstart? Ja, ist schon stark, natürlich. Man nimmt das definitiv mit. Ist immer schöner, mit Erfolgserlebnissen zu starten, als mit Niederlagen, ne, oder gleich da hinten reinzurutschen. Gerade für uns, die Euphorie als Aufsteiger, die man so mitnimmt in die nächste Liga, sind wir froh, dass wir die jetzt quasi mitnehmen konnten. Jetzt 2 Spiele, 4 Punkte. Wir stehen wirklich sehr, sehr gut da.
Hätte ich vorher sofort unterschrieben, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte. Also von daher, der Rückenwind ist da, die Jungs haben Selbstvertrauen jetzt getankt. Man merkt, wir sind angekommen in der Liga. Am Anfang war ja doch immer noch so, wo steht man? Junge Mannschaft, neue Mannschaft. Der eine oder andere auch nervös gewesen, hat man gemerkt. Aber das alles ist jetzt wirklich gut angegangen und die Jungs setzen das sehr, sehr gut um. Und deswegen bin ich auch guter Dinge, dass wir diese Form, dieses Selbstvertrauen nicht nur jetzt gegen Meuselwitz zeigen können oder mitnehmen, sondern einfach auch mit in den nächsten Wochen und nächsten Spiele. Wie schätzen Sie den Gegner ein? Der hat in Halberstadt mit 3:0 seinen ersten Saisonsieg auch gefeiert am letzten Wochenende. Was ist das für ein Kontrahent, der da auf Sie zukommt? Ein sehr starker Kontrahent auf jeden Fall. Ich habe sie live gesehen zu Hause gegen BFC, wo sie unglücklich verloren haben, muss man sagen. Das war unglücklich, da hätten sie mindestens einen Punkt auch verdient gehabt zu Hause. Jetzt der klare Erfolg in Halberstadt zeigt, dass sie wirklich eine gute Mannschaft sind. Eine erfahrene Mannschaft, haben gute Spieler dazu bekommen, muss man wirklich sagen. Haben gut gearbeitet auf dem Transfermarkt, also sehr ausgeglichene Mannschaft mit vielen guten Einzelspielern auch, sowohl defensiv, offensiv. Also es erwartet uns auf jeden Fall ein sehr, sehr schwerer Gegner, die, wie gesagt, einen Punkt definitiv zu wenig haben, sonst wären sie punktgleich mit uns mit 4 Punkten. Und ja, wie gesagt, da müssen wir an unsere Grenzen gehen, da müssen wir alles raushauen, wenn wir da, wie gesagt, mit was Zählbarem wieder nach Hause fahren wollen. Also ein echter Prüfstein für die junge Mannschaft. Sie sind jetzt seit einem Jahr Roundabout-Trainer in Erfurt. Wahrscheinlich auch viele Zuschauer würde es interessieren. Wie laufen denn Vertragsverhandlungen mit dem eigenen Vater ab? Beim Familienessen, bei einem gemeinsamen Ausflug oder ganz professionell auf neutraler Ebene? Wie können wir uns das vorstellen? Nein, das ist natürlich... Wie gesagt, wir sind ja nicht nur Familie, sondern wir haben einen sehr guten Draht zueinander, sind fußballerisch auf einer Wellenlänge. Da läuft alles entspannt ab. Da geht es nicht irgendwie jetzt um Zahlen, da geht es nicht um Falschen, da geht es auch nicht um Zeitdruck oder sonst irgendwas. Das ist alles ganz entspannt. Da setzt man sich zusammen, man hat, wie gesagt, gemeinsame Ziele, nicht nur er oder ich, sondern gemeinsame Ziele, die wir jetzt einfach auch hier mit Rot-Weiß verfolgen. Ich glaube, dass uns das auch schon sehr gut gelungen ist in der Vergangenheit. Wir haben noch große Ziele hier. Wir wollen noch einiges bewegen, einiges erreichen mit Rot-Weiß. Und von daher ist das, wie gesagt, das ist immer gar kein Thema zwischen uns. Das ist mehr so ein Thema von außen oder medial. Aber bei uns gibt es quasi mündliche Abmachungen, Handshake, wie man sagt, von früher. Da ist auch vertraglich gar nichts groß, wo es hin und her geht, sondern ja, das geht auf kurzen Dienstweg sozusagen. Also old school, der Handschlag zählt, genau. Den Vertrag. Ja, absolut. Also wie gesagt, es ist ja Familie und man sagt ja so schön, Blut ist dicker als Wasser und wie gesagt, ich helfe ihm oder Familie generell. Ich habe ja noch einen Bruder, meine Mutter, alle, die dazugehören. Wir sind da wirklich ein verschworener Haufen, da hilft jeder jedem und ja, ist jeder froh, den anderen auch zu haben und wir unterstützen uns, wo wir uns nur können in der Familie und genauso ist es jetzt mit meinem Vater, weil wir im gleichen Verein arbeiten. Ich helfe ihm, wo ich kann, er hilft mir, wo er kann und ja, so ist es natürlich optimal für alle. Fußball spielt eine große Rolle in der Familie Gerber. War eigentlich schon immer klar, dass Sie mal Trainer werden? Nee, klar war es nicht. Ich habe klar für mein Leben gern Fußball gespielt, wie viele kleine Jungs, die damit anfangen, irgendwann, wenn man laufen kann, irgendwo gegenzutreten, egal ob es eine Dose ist, ein Stein ist oder ein Fußball ist. So ging es bei mir auch los und dann ja, irgendwann gesehen, dass ich ein gewisses Talent habe, wahrscheinlich vom Vater in die Wiege gelegt bekommen, Gott sei Dank. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dann wird man Profi. Und dann war ich aber schon immer so einer, der ein bisschen so über den Tellerrand hinausgeschaut hat, immer mir überlegt war, warum macht der Trainer das, die Ansprachen, taktisch, was hat das für Hintergründe. Also mir schon immer auch so ein bisschen Gedanken gemacht habe, nicht nur irgendwie zum Training hin und wieder weg und das war's, sondern mich auch ein bisschen mit meinem Job bzw. mit dem Trainerjob beschäftigt. Und habe irgendwann festgestellt, Mensch, das ist eigentlich interessant. Könnte was für mich sein. Und ja, dann habe ich nach meiner aktiven Zeit die Trainerscheine gemacht. Habe vorher natürlich immer schon mal ein bisschen mitgeholfen bei Fußballschulen oder in der Jugend ausgeholfen, in die Realtraining ausgeholfen und das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich meine Trainerscheine gemacht und dann meine erste Trainerstation war ja auch Regionalliga Nord dann als Cheftrainer. Und da habe ich eigentlich dann erst richtig gemerkt, das ist mein Ding, das macht mir Spaß. Ich glaube, dass ich da nicht so schlecht bin in dem, habe einen ganz guten Draht zu den Spielern, weil ich halt auch genau weiß, was sie denken, was sie fühlen, kann mich da hineinversetzen in deren Lage, weil ich es ja wie gesagt selber erlebt habe auch. Und ja, es macht mir enorm viel Spaß und da habe ich immer gesagt, okay,
bleibe ich dabei und schau mal, was passiert. Sie gelten als sehr akribisch. Ist das die Generation oder gehören Sie zu der Generation Laptop-Trainer? Nee, Laptop-Trainer bin ich nicht. Also ich bin viel vorm Laptop, das stimmt, aber ich bin jetzt nicht so der Word-Excel-Typ und der alles irgendwie eine PowerPoint-Präsentation da an die Wand schmeißt. Ich bin eher der, da auch Oldschool, eher wo ich da diesen direkten Kontakt habe. Zu den Spielern, viele Spielergespräche führe, mir viel Gedanken mache, viel aufschreibe, handschriftlich aufschreibe, gar nicht alles immer in diese Datenbanken pflege, sondern ich habe zig Ordner zu Hause, wo jedes Training nochmal aufgeschrieben ist, nochmal überarbeitet worden ist, weil, wie gesagt, ich mir da einfach sehr viel Gedanken mache in diesem Bereich. Aber klar, das Laptop gehört dazu heutzutage, ist klar, dass man sich auch übers Internet Informationen holt, vom letzten Gegner sich Spiele anschaut, mir natürlich unsere eigenen Spieler, den nächsten Gegner anschaue über Laptop oder am Fernseher dann angeschlossen. Spielerscouting läuft natürlich auch viel über Laptop, also deswegen auf einen Seite Laptop-Trainer ja, aber was das alles dieses Technische angeht und diese Daten, das mache ich dann alles lieber oldschool und da fühle ich mich dann wohler und mir ist einfach wichtig, dieser ständige Austausch, täglicher Austausch, tägliche Nachdenken, überlegen, was war gut, was war schlecht, was kann man besser machen. Na, auch ich bei mir selber, was hätte ich besser machen können, da einfach auch diese Reflexion, die einfach wichtig ist. Haben Sie da eigentlich ein Vorbild gehabt oder immer noch ein Vorbild? Ist es vielleicht Jürgen Klopp? Nee, Vorbild kann ich nicht sagen. Ich denke, jeder Trainer hat irgendwo seinen eigenen Weg, seine eigene Handschrift. Ich bin dankbar, dass ich viele Trainer erleben durfte als aktiver Spieler. Dadurch konnte man von vielen Trainern sich was rausziehen, Gutes wie Schlechtes. Ne, man kann ja auch mal von jemandem lernen, was man vielleicht nicht machen möchte, ne, was vielleicht nicht so gut ist oder nicht ankommt bei den Spielern. Dann weiß man, okay, das lasse ich vielleicht dann lieber weg, wenn ich Trainer bin. Deswegen, also ein Vorbild gibt es da nicht, aber natürlich bin ich froh, dass ich, wie gesagt, bei Kloppo war mein Trainer. Ich habe hospitiert bei Tuchel, ich habe hospitiert bei Nagelsmann, ich habe hospitiert bei Marco Rose, mit dem ich auch selber zusammengespielt habe. Das sind natürlich jetzt, bei Volker Finke war mein Trainer, war ja damals auch großer Trainer im deutschen Fußball. Also ich habe Glück gehabt in meiner Karriere also mit tollen oder großartigen Trainern unter ihnen spielen zu dürfen, arbeiten zu dürfen und konnte natürlich da auch viel rausziehen, wovon ich natürlich heute zerre oder wo ich vieles auch heute mitnehme. Aber ich denke, trotzdem ist es wichtig, seinen eigenen Weg zu haben, auch, ne, da auch authentisch zu sein, nicht irgendwie was abzulesen oder was vorzuspielen. Sondern da einfach selber seinen Weg zu finden, seine Erfahrung zu machen und das dann einfach an die Jungs weiterzugeben. Im Gegensatz zur letzten Saison haben Sie Ihr Trainerteam auch jetzt neu aufgestellt, in den Anforderungen der Regionalliga entsprechend. Wahrscheinlich, wie sieht denn da die Arbeitsteilung aus? Bei uns, ja, die Arbeitsaufteilung ist ganz normal, sage ich jetzt mal. Also wir haben im Training, manchmal machen wir Gruppenarbeiten, ne, Gruppentraining, dann teilen wir es auf, dass da jeder einen Trainer eine Gruppe bekommt. Wir tauschen uns vor dem Training aus, wir tauschen uns nach dem Training aus, über das Training, über Inhalte natürlich, auch über Spieler. Ne? Wer ist gerade gut drauf, wer ist vielleicht nicht so gut drauf, auf was müssen wir achten, wo müssen wir nochmal den Hebel ansetzen, was hat im letzten Spiel nicht gut geklappt, was sollten wir mal die Woche vielleicht einbauen ins Training. Dann natürlich so Videoscouting wird dann natürlich nochmal aufgeteilt, ne? Wer schaut das nochmal mit rüber, wer schneidet Szenen. Gegnerbeobachtung wird gesprochen, okay, wo fährst du hin am Wochenende, welches Spiel schaust du, okay, du fährst dahin, ich fahre dahin und so weiter, dass man sich da auch ein bisschen die Aufgaben aufteilt, natürlich so schnell wie möglich einen Überblick bekommt über die Liga, über Gegner, ne, über die eigene Mannschaft natürlich. Ja, also gibt es ganz, ganz viele Berührungspunkte, ganz, ganz viele Themen, die wir besprechen und dann gibt es eine klare Aufgabenteilung und das funktioniert momentan echt sehr gut. Auch wenn das nächste Spiel immer das schwerste oder das wichtigste ist, ein welches Spiel, und da spiele ich natürlich auch ein besonderes an, freuen Sie sich denn am meisten in dieser Saison? Ich weiß nicht, welches Sie meinen, genau. Nein, also wie gesagt, das ist jetzt erst nochmal ein bisschen Zukunftsmusik, das große Derby, ganz klar, logisch, brennt da jeder schon drauf und freut sich da drauf und es wird, ich habe es da noch nicht miterleben dürfen, habe aber schon viel gehört und gesehen darüber. Aber wie gesagt, jetzt ist erstmal stehen die nächsten Aufgaben an mit Meuselwitz, dann hast du BHK, dann hast du Pokalspiel, ist auch nochmal ein ganz wichtiges für uns in Gera. Dann hast du noch Chemnitz, also wir haben noch sehr, sehr schwere Gegner vor uns, sehr, sehr schwere Aufgaben vor uns. Und darauf freuen wir uns und deswegen bereiten wir die Spieler oder ich auch die Spieler wirklich von Woche zu Woche vor. Ich schaue jetzt gar nicht, was ist in 2, 3, 4 Wochen, sondern mich interessiert wirklich jetzt aktuell nur der nächste Gegner.
Deswegen versuche ich den immer live zu sehen, im Stadion zu sehen. Dann schaue ich mir die Jungs nochmal, also den Gegner auf Video an. Und dann gibt es einen Matchplan, dann wird viel analysiert, viel geschaut, wo können wir vielleicht den Gegner knacken, wo haben sie Schwachpunkte. Und das ist so intensiv, das kostet so viel Zeit, deswegen hat man gar nicht an Zeit, um jetzt sich schon Gedanken zu machen auf andere Mannschaften oder andere Dinge, sondern das ist ganz gut, wenn wir da einfach Step für Step gehen und einfach von Woche zu Woche schauen. Und in Meuselwitz darf dann diese Elf ran, die so begeistert hat beim ersten Heimspiel, oder gibt es personell irgendwelche Veränderungen? Ja, müssen wir schauen. Aktuell sind Gott sei Dank alle an Bord, die jetzt auch in den letzten beiden Spielen gespielt haben. Haben es in den letzten beiden Spielen auch gut gemacht. Und klar, jetzt gegen Lichtenberg noch besser wie in Luckenwalde, aber wie gesagt, nochmal Auftaktmatch war auswärts, waren auch ein bisschen andere Voraussetzungen. Schauen wir mal. Also wie gesagt, ich bin da auch immer ein Trainer, der da auch manchmal gerne mal was verändert, einen kleinen Reiz setzt, auch gerne die Jungs beobachtet unter der Woche, wie sind sie drauf, ist der eine vielleicht irgendwie angeschlagen, macht einen müden Eindruck, fällt da vielleicht ein Loch, ist gesundheitlich angeschlagen, es kann ja immer was sein. Wir hatten auch eine sehr, sehr kurze Vorbereitung. Man merkt, dass die Jungs schon jetzt am Limit sind aktuell, weil die Intensität natürlich auch sehr hoch ist nach wie vor. Wir haben mit dem ersten Spiel oder auch jetzt mit dem zweiten Spiel ist unsere Vorbereitung nicht zu Ende, sondern unsere Vorbereitung, habe ich den Jungs auch gesagt, die wird sich noch ein bisschen ziehen in die Saison rein, dass wir einfach ins Laufen kommen, fitter werden, spielerisch besser werden. Das konnten wir nicht in diesen knapp 4 Wochen, kannst du da nicht alles aber arbeiten. Das kannst du auch nicht in einem Monat arbeiten oder also in 2, 3 Monaten arbeiten, sondern das hat man auch letzte Saison gesehen, wo man einfach wirklich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, wir uns gesteigert haben. Das ist ein Prozess, der geht über Wochen, Monate. Und ja, wie gesagt, schauen wir mal, wer dann den besten Eindruck macht fürs Wochenende und der spielt dann. Wir wollen ja auch nicht zu viel verraten, dem Gegner, der wahrscheinlich auch reinschauen wird. Wie gesagt, Live-Spiel am Samstag auf allen Online-Portalen von TA, TLZ und OTZ. Zum Abschluss, Fabian Gerber, habe ich noch ein Entweder-Oder. Attentat ab Sie vor. Einfach um Sie als Mensch vielleicht unseren Zuschauern noch besser vorzustellen und dass Sie besser kennengelernt werden. Ich lege einfach mal los. Morgenmensch oder Nachteule? Auf jeden Fall Nachteule. Ich sitze gerne bis nachts dann am Laptop noch und schaue, wie gesagt, Gegner an, eigene Spiele an und schlafe dann lieber morgens ein Stündchen länger. Also von daher Nachteule. Kaffee oder Tee? Kaffee. Also im Winter auch gerne mal einen Tee, aber ich bin eher der Kaffeetrinker, der gerne mal Kaffee schwarz ohne Milch und Zucker ist bei mir täglich dabei. Bratwurst oder Steak? Alles eine gute Frage, kommt ein bisschen auf die Situation drauf an, aber ich würde eher zum Steak greifen. Aber in Thüringen ist die Bratwurst sehr lecker. Das wollte ich hören. Ketchup oder Senf? Eher Ketchup. Also kommt auch drauf an, was für ein Gericht, aber generell bin ich eher mehr der Ketchup-Typ. Strand oder Berge? Oh, auch schwierig. Ich liebe beides, also mach sowohl als auch. Ich bin gerne in den Bergen, gerade zum Skifahren. Im Winter liebe ich das, aber Sommer gehört natürlich auch Sonne, Strand und Meer dazu. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, dann auch eher fürs Warme, fürs Gemütliche, und das ist dann der Strand. Auto oder Motorrad? Auto auf jeden Fall. Ich bin ja mal Motorrad gefahren, aber schon lange nicht mehr, und Auto ist doch dann bequemer und auch ein bisschen sicherer, von daher das Auto. Komödie oder Krimi? Komödie. Ich bin eher auch so ein lebensfroher Mensch. Lustig, ich schaue mich, lach gerne. Von da ja, eher Komödie. Singen oder tanzen? Bin ich in beiden nicht ganz so gut drin. Deswegen lass mal beides weg. Nee, also wenn, dann lieber tanzen, weil singen, das will ich keinem antun. Und tanzen tut nicht weh. Von da will ich das tanzen. Gibt es eigentlich noch manchmal ein Ritual für die Neuzugänge, dass die ein Lied vortragen müssen? Sowas in die Richtung? Gibt es in vielen Mannschaften, haben wir bei uns noch nicht so eingeführt, muss man mal gucken, was wir da machen. Wir haben da andere Rituale oder wo die Neuen dann Einstand geben müssen. Aber bis jetzt musste da noch keiner tanzen oder singen. Schlager oder Hardrock? Auch nach Stimmung, ganz nach Stimmung. Hardrock ist ein bisschen zu hart, Schlager ab und zu mal, klar. Ansonsten ist ganz normale, was im Radio kommt, ne? so auch mal. Hip-Hop, House geht mal zwischendurch, aber wenn ich da mich entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich eher Schlager nehmen. Facebook oder Instagram? Instagram.
Instagram. Ich habe auch beides, aber Facebook nutze ich eigentlich nur noch, ehrlicherweise, zu gucken, wer Geburtstag hat, damit ich das nicht vergesse. Und Instagram schaut man immer mal durch, was der Freundeskreis so treibt. Ich selber bin da nicht aktiv oder poste da jetzt irgendwie großartig Geschichten, aber man holt sich halt dadurch immer mal ein bisschen Informationen, was so die Freunde, was so die Leute so treiben. Thüringer Wald oder Bayerischer Wald? Beides muss schön sein. Ich bin noch nicht dazu gekommen, hier den thüringischen Wald oder Thüringer Wald kennenzulernen. Da habe ich noch keine Zeit gehabt, aber selbst im Bayerischen Wald war ich nur 2-3 Mal in meinem Leben. Aber es ist eine gute Gelegenheit, mal rauszukommen, sich zu erholen. Sowas ist wirklich schön, mal ein bisschen spazieren zu gehen oder auch mal ein bisschen wandern zu gehen, weil man hat einfach mal, ne, den Kopf frei zu bekommen. Aber wie gesagt, das ist noch auf meiner To-Do-Liste, dass ich den Thüringer Wald nochmal mir anschaue. Der Rennsteig ist zu jeder Jahreszeit zu empfehlen. Okay, gut zu wissen. Domplatz oder Marienplatz? Würde ich den Domplatz sogar nehmen. Also Marienplatz ist auch super schön, natürlich da drüber zu laufen. Meine Heimatstadt liebe ich, immer noch verbunden. Aber jetzt hier, wie gesagt, Erfurt hat sehr viele schöne Ecken, wo man einfach sich mal einen Kaffee trinken kann oder ein Eis essen kann. Und von da Domplatz nur zu empfehlen. Jürgen Klopp oder Christian Streich? Oh, schwierige Fragen natürlich. Gemeine Fragen habt ihr da vorbereitet, ja. Ja, ich würde einfach mal sagen, man kann, also was ich vorhin gesagt habe, es sind zwei tolle Trainer, definitiv. Ich glaube, auch wenig miteinander zu vergleichen. Das sind ganz unterschiedliche Typen. Also da, ja, würde ich gar nicht entweder oder, sondern da muss ich wirklich sagen, auch parteiisch sein, dass beides bei den Top-Job machen. Ne? Sowohl Christian in Freiburg jetzt über Jahre wirklich schon über die Akademie, wo er gekommen ist, jetzt bei den Profis, Top-Job macht, und Kloppo natürlich, kenne ich jetzt, war mein Trainer in Liverpool, Riesenerfolge gefeiert. Also ich glaube, es sind beides super Trainer, von denen man einfach viel lernen kann. Ronaldo oder Messi? Bin ich pro Messi auf jeden Fall. Ist schon immer gewesen. Also man muss vor beiden Fußballern einen Hut ziehen, ja, auch vor ihrer Karriere. Titel, keine Ahnung, bis der Arzt kommt, gesammelt. Beide die Besten. Aber ich bin dann doch eher der für so ein bisschen das Filigrane, ein bisschen dieses kleine Passspiel, technisch stärkere. Und da ist Messi noch ein Stück besser in meinen Augen als Ronaldo. Was Torjägerqualität und Dynamik anhat und so weiter und so fort. Zielstrebigkeit ist, glaube ich, Ronaldo ein Stück weit vorne. Aber jetzt als Zehner, früherer Zehner und Fußballer, tendiere ich eher zu Messi. Und zum Abschluss wahrscheinlich das Schwierigste, Klassenerhalt oder Pokalsieg? Definitiv Klassenerhalt ist für uns wichtiger als ein Pokalsieg. Ich denke, es ist für uns ganz, ganz wichtig für den Verein, elementar, dass wir da die Klasse halten, die Liga halten. Weiterhin hoffentlich positive Schlagzeilen machen, Fans begeistern, Stadt begeistern, Regionen, Sponsoren, Partner hoffentlich begeistern. Da brauchen wir auch noch Unterstützung, da brauchen wir auch Hilfe. Ja, Klassenerhalt ist für uns das Ziel und ist für uns enorm wichtig. Pokal, klar, ist immer eine schöne Gelegenheit, sich nochmal zu zeigen oder auch andere zu ärgern und da mal gucken, wie weit man kommt. Man will natürlich auch irgendwann im DFB-Pokal spielen, das wäre natürlich auch ein Traum oder wäre für uns super, aber nochmal, Priorität hat definitiv die Liga, also Klassenerhalt. Dafür wünschen wir und auch die Zuschauer Punkte am Samstag in Meuselwitz, damit Dankeschön. Da der nächste Schritt gemacht wird. Vielen Dank für das Gespräch, Fabian Gerber. Danke auch. Dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, für die Zuschauer. Ihnen sei nochmal das Spiel ans Herz gelegt. Wer es nicht schafft, nach Meuselwitz zu fahren, auf allen Online-Portalen der Funke Medien Thüringen ist es live zu sehen. Einfach anmelden auf den Portalen und reinschalten. Viel Spaß dabei und vielen Dank.